ich dir meinen hübschen guten Tag. Guten Morgen kann man gar nicht sagen. Wir haben jetzt schon 20 vor 1. Wir wollten eigentlich heute Morgen vloggen und waren schon früh unterwegs. Wir sind schon um 9:30 ins Zentrum gefahren, weil ich neue Schuhe brauchte für die Arbeit. Und haben wir meine Kamera zu Hause vergessen. Ja, ärgerlich. Waren wir auch noch bei Real, haben eingekauft und jetzt ist sie dann mehr im Bett und schläft. Die war hundemüde. Dass wir gerade noch so eben geschafft haben, zu Real zu fahren und einzukaufen. Ist nämlich dann im Auto, als wir auf den Parkplatz von Real draufgefahren sind, ist sie eingepennt im Auto. Joanna ist jetzt rüber zu ihrer Freundin, zu Rebecca, und ich mache mir jetzt einen Kaffee. Nämlich habe nämlich so einen Hunger. Ich habe heute Morgen gar nicht richtig gefrühstückt und habe mir bei Real jetzt so Kirschtaschen gekauft und Dominik hat sich Red Bull geholt. Und mache mir dazu jetzt einen leckeren Kaffee. Hoppla. Und wollte euch noch meine neue Tasse zeigen. Unsere neue Tassen. Da. Sind die nicht schön? Rosi und Domi. Das Ding ist nur, die sind so riesig. Das sind mehr so Kakaotassen, finde ich, als Kaffeetassen. Weil so viel Kaffee trinke ich gar nicht. Aber gut. Vielleicht Latte Macchiato, aber dann sieht man den nicht. Aber egal. Auf jeden Fall finde ich sie super schön. Und yes. Handy geht immer noch nicht. Ich war gestern bis 11:30 arbeiten und heute Morgen dann wieder um 6:45 oder so wach. Und ja, Dominik nimmt jetzt gerade den ganzen Müll raus. Und die beiden haben mir gestern irgendwas gebastelt oder gemacht mit Mehl. Und ich habe alles klebt, meine ganzen Schränke. Ich habe heute Morgen erstmal auch Aufgabe gekriegt. Ich musste die ganze Küche abwischen und ich finde immer noch irgendwo Ecken, wo dieses komische Gepampe da dran ist. Meine Güte nehmen. Und in Oberhausen hat jetzt Michael Kors aufgemacht und dann war ich da drin und habe so eine schöne Tasche gesehen. So eine schöne Tasche und vielleicht spare ich für die. Mal schauen. Vielleicht spare ich für die. Mal gucken, ich weiß es nicht. Aber dann ist der Dominik bestimmt pissig, weil der mir sowas ja dann gerne kauft. Und ich bin so eine Frau. Ich kaufe mir sowas dann lieber selber gerne. Ja. So. 1:1 haben wir gemacht. So sieht's aus, wenn Dominik und Joanna ein Video drehen hier. Jo, und ich mache Essen. Heute gibt's Spaghetti Bolognese. Die hat nämlich beim Metzger Fleisch im Angebot. Hab ich ja schon gedacht, glaube ich, dass heute. Es ist wieder Fleischzeit, Dominik. Es ist wieder Fleisch. Wir haben jetzt 3 Uhr, die keinen schläft noch. Fleisch. Und ich habe mein Akku leer gemacht. Fast leer? Ja, fast leer. So, ich mache jetzt Essen. Essen, Essen. Dann muss ich in 2,5 Stunden schon wieder arbeiten. Gostoso. Ah, jetzt ich weiß, was ich wollte. Oh, mal gucken. Sagen. Habe ich selbst gemacht. Toll. Papa! Ja. Papa hat dir was aufgemacht. Ich wollte sagen, das ist 26, der Mann wird durch den Küchen laufen. Ja. Dann bin ich allein. Dann wollte ich dafür Schuhe dann, aber er ist sowieso, er ist aber nicht so kommen. Ich auch, da kann ein bisschen mal ruhig oder was machen. Okay. Ja, mach mal. Da kann ich Stress. Ich hab gesagt, da können wir wieder alles zusammen für Joada essen. Gerne. Ja, wenn er wieder kommt und nicht von mir geschlürft, dann machen wir was anderes. Lamm. Ja, genau, oder was anderes. Nee, die Kleine möchtest du? Die Kleine möchtest du? Ja. Lamm. Das stoppt, ne? Sonst reibe ich, bis die Knochen runter sind. Du bist von der Ton. Ne, ich sag's es nur. Ja, warte. Länger, wie euch so hübsch seid, mein Schön. Gott. Wir versuchen es. So, willst du wirklich nicht? Nein, nein, ich nicht.
Lecker Wasser! Damit die Mama, die Joanna, erlaubt mir, erfüllt dann kann. Nee, aber Ruhe normalerweise essen. Sitzen wir immer andersrum. Ja, ich glaube, das ist einfach so. Wie andersrum? Also, wenn einer mehr ist. Mit drei Kindern picknicken. Mit drei Kindern? Ich habe noch zwei Kinder hier drin und noch Essen. Brötchen. Aha! Wir gehen spazieren. Oder? Mhm. Nee, noch nicht. Ab! Da, ne? Ab! Ab soll der Quint hin? Warum? Mama Mia! Wir biegen hier links ab. Mama! Mama! Hoffentlich sind wir wieder zu Hause, wenn es dunkel ist. Mama! Ist doch schön? Warum? Darf man dürfen hier Autos fahren? Nö. Ja doch, dürfen schon, aber hier fährt keins. Nur ab und zu die Anwohner, die hier hin müssen, aber. Warum habe ich nicht mein Auto mitgenommen? Mama! Mama! Geh weiter. Tritra, trullala. Ich hab mal ein bisschen Hunger. Anna! Du hast alles eingepackt da. Wow! Was möchtest du? Eine Banane? Ich hab noch cool. Ich hab noch ganz ganze Playmobil-Sachen. Ja, Oma? Mhm. Was sind deine Playmobil-Sachen? Ja, so ein kleines Schloss mitnehmen. Ach so. Und da sind drei Püppchen drin, die zur Villa gehören. Wenn Oma da ist. Wir haben gerade eine Erzieherin von der Kita bei. Ja? Soll ich mal zeigen? Ne? Blonde Haare, Schnellstand, eine rote Weste, ein kariertes Hemd, eine blaue Jeans und grüne Schuhe. Aha. So sieht sie aus, ich drehe sie mal. Wie viel Uhr wir haben? Mhm. Es ist schon dunkel. Es ging jetzt viel schneller, als ich gedacht hätte. 20 nach 5 war es. Viel schneller, als ich gedacht habe. Aber wir sind gleich zu Hause.